zwei Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen. Die sollen die Tore machen. Und nun sind sie in Führung in diesem Halbfinale. 1:0. Alles läuft für sie. Und wir sehen ja auch den Jubel. So hatten sie sich das erhofft. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen. Westergaard. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Toller Zweikampf. Flanke Eriksen. Das nächste Tor. Diesmal auf der anderen Seite. Ausgleich. Hier geht's jetzt Schlag auf Schlag. Wir sehen es in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen, wie sie immer wieder den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen. Und wenn du das so geschickt machst, dann fallen Tore. Und Groß. Wirtz. Ball wieder bei Groß. Jetzt die Gelegenheit. Da ist das Tor. Führung also in diesem Halbfinale. Jetzt läuft natürlich erstmal alles für sie, was den Einzug ins Finale angeht. Was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Robert Andrich. Gündoğan. Kai Havertz. Kimmich. Havertz. Balleroberung. Die Chance. Florian Wirtz. Die deutsche Mannschaft macht das Tor. Damit sind sie nun also mit zwei vorne. Ja, wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Havertz, Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Da ist Havertz. Und Groß. Oh, das könnte was werden. Was für eine Parade. Den Ball. Kein Problem, ganz sicher. Sie bekommt schon wieder eine Ecke. Kai Havertz. Wirtz. Chance für Havertz. So, Deckel drauf. Mit diesem Tor war es das für heute. Jetzt kann ihnen diesen Sieg keiner mehr nehmen. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Schlusspfiff, jetzt steht es fest. Deutschland ist im Finale der EM 2024. Sie haben ja eigentlich nie einen Zweifel aufkommen lassen, wer den Einzug ins Finale schaffen würde. Waren dominant, waren herausragend. Und jetzt also das Finale. Und da können Sie sich dann endgültig selbst belohnen. Florian Wirtz hat hier ein überragendes Spiel abgeliefert, Kuschi. Wie hast du ihn gesehen? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.